Je nachdem, wie man fragt, wird man auf die Frage, wie die Wahl in Sachsen-Anhalt lief, die Antwort bekommen, dass es das blaue Wunder ist oder ein regelrechter Albtraum. Im vorerst letzten Wahllokal wollen wir uns natürlich mit den Ergebnissen der Kommunal- und Europawahl in unserem schönen Bundesland nochmal auseinandersetzen. Mein Name ist Stefan B. Westphal. Und ich bin auch wieder dabei, ein allerletztes Mal für diese Staffel, Anna Petersen. So, und da sind wir wieder in unserem Wahllokal hier im Studio Halle. Und natürlich haben wir auch wieder einen Gast dabei, einen Ehrengast sozusagen zur After-Wahl-Show, Marc Rath, unseren Chefredakteur. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ich freue mich, bei euch zu sein. Marc ist seit 2022 Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung und seit einem Jahr, also seit 2023 auch noch der Volksstimme, kennt sich also aus zwischen Arendsee und Zeitz an allen Ecken und Kanten des Landes Sachsen-Anhalt, ist da vor Ort und hat auch 2014 einen Wahlskandal aufgedeckt, damals in Stendal. Dadurch kennen ihn auch viele schon länger als 2022. Magst du mal kurz erzählen, hast du jetzt hier am Wochenende auch wieder gesessen und akribisch alle Zahlen nachgerechnet und geschaut, ob alles mit rechten Dingen zugeht? Ja, also das, was damals in Stendal passiert ist, kann inzwischen nicht wieder passieren, weil das Land hat auch reagiert und hat die Briefwahlvorschriften dahingehend geschärft, und man kann auch sagen verschärft, dass nicht Klassensätze abgeholt werden können von Bevollmächtigten, um dann hinterher in den Besitz von Wahlunterlagen zu kommen. Das geht eben nicht mehr und insofern hat dieser Skandal auch diese Wirkung am Ende gehabt. Ein Ergebnis von Tipptopp Regionaljournalismus. Vielen Dank schon mal für die Leistung. Du bist zwei, dreimal bist du quasi dem Osten fremdgegangen. Da hast du den Chefredakteursposten in Uelzen und dann auch in Lüneburg inne gehabt. Hast du da auch verfolgt, wie so die Europawahlergebnisse ausgefallen sind, jetzt beispielsweise in Lüneburg, also ganz im Norden Deutschlands? Das habe ich mir angeguckt, ja. Magst du verraten? Ja, mit einem für, glaube ich, sachsen-anhaltische Verhältnisse exotischem Ergebnis. Und wenn man es mal geografisch betrachtet, also man ist von Salzwedel aus viel schneller in Lüneburg, als man in Halle ist. Aber dennoch kann man sich in Salzwedel und auch in Halle nicht vorstellen, selbst wenn man in Halle im Paulusviertel wohnt, dass die Grünen in Lüneburg gewonnen haben mit 25%. Übrigens auch mit einem Verlust von 10 Prozentpunkten, aber immer noch stärkste Fraktion, beziehungsweise stärkste Kraft oder stärkste Partei bei der Europawahl. Da wurde nicht kommunal gewählt, sondern da stand nur die Europawahl an. Ja, bei uns sah es ein bisschen anders aus. Wir schauen uns das jetzt nochmal im Detail an. Wir haben das natürlich wieder hübsch grafisch aufgearbeitet. Für alle, die uns sehen können, haben wir hier das Ganze in Farbe. Genau, das ist nochmal unser schönes Bundesland, unsere Landkreise, kreisfreien Städte. 2,2 Millionen Einwohner, rund Rainer Haseloff ist Ministerpräsident und Magdeburg die Landeshauptstadt. So viel für den kleinen Geografieunterricht zwischendurch. Und wenn wir auf die Wahlergebnisse gucken, also die Grünen träumen hier von 25%. Wir sind bei den Kommunalwahlen zusammengerechnet bei 4,5 gelandet. Gewinnerin ist die AfD mit 28%, knapp dahinter mit rund 27%. Die CDU, die SPD kommt immerhin noch auf 12%. Das ist genauso viel wie rundgerechnet bei den Wählergruppen. Die Linke 8, Grüne 4,5, FDP 3,4, die Freien Wähler 2,3 und die Sonstigen bei 3,2. Wie hat sich das zur Wahl vor 5 Jahren geändert? Selbst da war der Balken beim Zuwachs der AfD schon sehr, sehr hoch, weil es ja in vielen Fällen die erste Wahl war, wo die AfD flächendeckend antrat. Auch dieses Mal zweistellige Zugewinne plus 11,6%. Auch die CDU konnte nochmal 2% zulegen. Und das geht insbesondere auf die Kosten der Linken, die 6,7% verloren, die verlieren. Die SPD mit knapp 1,8%. Doch weniger als befürchtet vielerorts bei den Verlusten. Die Grünen 3,9%, die FDP 2,5% und leichte Zuwächse bei den Freien Wählern, Wählergruppen und den Sonstigen. Und die Wahlbeteiligung ist auch nochmal um 7,3% gestiegen. Und wenn wir gucken, wie sich das jetzt in den entsprechenden Kommunalparlamenten verteilt, dann hat natürlich die AfD mit 204
Sitzen die meisten Sitze errungen, die CDU 191 und der Rest verteilt sich dann entsprechend auf insgesamt 720 kommunale Sitze. Das also das Ergebnis in Sachsen-Anhalt. Ein Wechsel an der Spitze von der CDU zur AfD. Marc, wenn du dir das so anschaust, hast du damit gerechnet oder sind da vielleicht auch Überraschungen dabei? Also um mal aufs Intro von Stefan einzugehen, ich halte es jetzt weder für ein Wunder, ich glaube, es wird auch kein Albtraum, zu letzterem kommen wir vielleicht gleich noch. Mhm. Wunder deshalb nicht, weil wenn man genau ins Land reingeschaut hat, war diese Tendenz erwartbar, der Ausschlag vielleicht ein bisschen höher ausgefallen, als man sich das vorstellen konnte oder ich mir vorstellen konnte, aber insgesamt nein, das ist schon das, was sich auch widerspiegelt, wenn man die Stimmung der Menschen hier auch aufgreift. Worauf führst du das zurück? Wie kommt es zu diesem, ich nenne es mal Rechtsruck? Ich würde sagen, es sind mehrere Faktoren. Zum einen ist es natürlich ein Frust über die aktuelle Politik, über die Performance der Bundesregierung, der Ampel. Es kommt auch zum Ausdruck, ich sag mal, eine Art Stress und auch Frust über die vergangenen Jahre, ob das Restriktionen durch Corona sind, Angst vor einem Krieg, Angst vor wirtschaftlicher Destabilisierung, höhere Energiepreise. Das sind sozusagen äußere Rahmenbedingungen, aber es darauf zu reduzieren, wie das ja auch in ersten Wahlanalysen geschehen ist, ist zu kurz gegriffen. Vielmehr, wenn man sich mal einfach gerade auch auf dem Land anguckt, was da noch vorhanden ist und was nicht. Ich habe in Tangerhütte gewählt, kleine Einheitsgemeinde, 10.000 Einwohner. Auf dem Wahlzettel für die Stadtratswahl stand weder die Linke, weder die FDP, noch die Grünen. Und fast aus dem Stand heraus hat die AfD 16 Kandidaten aufgeboten. Die CDU kam dahinter mit 9. Das zeigt erstmal, wie schwach inzwischen eigentlich die Parteienlandschaft in vielerorts geworden ist. Und man kann ja von Wahlplakaten halten, was man will, aber die zeigen natürlich auch eine Sichtbarkeit. Und wenn ich von meinem Heimatort nach Stendal unterwegs bin, das sind 30 Kilometer, und ich muss 15 Kilometer fahren, bis ich mal ein Wahlplakat der FDP und der Grünen und teilweise auch von der Linken sehe, auch dann sind diese Ergebnisse, die Stefan eben gesehen hat, erklärbar. Also man merkt, dass aus der Fläche heraus teilweise etablierte politische Kräfte kaum noch vorhanden sind. Mhm. Aus unterschiedlichen Gründen, kommen wir vielleicht auch noch zu. Und was man dann wiederum sieht, an jedem dieser, ich bleib mal bei den Wahlplakaten, an jedem der ganz kleinen Orte, durch die ich dann fahre, am Anfang des Ortes hängt die AfD, am Ende des Ortes hängt die AfD. Ich wohne in einem 35-Einwohner-Ort. Die einzige Partei, die mal was in den Briefkasten gesteckt hat, war die AfD und dann noch einige Wählergruppen. Mhm. Und im Nachbarort 400 Einwohner, ich wohne jetzt 9 Jahre in der Region, da hat die AfD so ein Grillerchen gemacht. Da habe ich ehrlich gesagt in den letzten 9 Jahren noch nie wahrgenommen, dass da eine andere Partei aufgelaufen ist. Und der Facebook-Post war hinterher, wir haben 40 Interessenten als Mitglieder gewonnen. 14 von 400. All das mal so als Schlaglichter zeigt, dass das alles andere als halt unvorbereitet kam. Und es ist gar nicht mal eine Stärke der AfD, sondern es ist eine Schwäche der anderen agierenden Parteien, was auch die Wählergemeinschaften am Ende, wie man an der Grafik her sieht, auch vielerorts nicht wettmachen. Hat man bei den etablierten Parteien so lange gedacht, ach, das geht wieder weg und ist so ein bisschen in seinem Elfenbeinturm auf dem weißen hohen Ross geblieben? Ich glaube, auf dem hohen Ross sitzt man gar nicht so sehr. Ich glaube, das ist echt eine Schwäche. Bei der Linken kann man das sehen, da sterben einfach die Menschen, auch die Aktiven am Ende weg oder sind so alt, dass sie eben nicht mehr angetreten sind bei dieser Wahl. Und es kommt eben nichts nach und man ist einfach zu wenig verankert in den einzelnen Regionen. Und das hat die AfD, und dann sind wir wieder doch bei dem Frust, der herrscht, verstanden, in mehrfacher Hinsicht gut aufzunehmen. Auch indem sie viele Menschen um sich geschart haben, die kandidiert haben,
Und das waren Menschen, die kommunalpolitisch nicht weiter in Erscheinung getreten sind. Und ich habe gestern noch mit einem ehemaligen Landespolitiker telefoniert, der dann auch von Vogelscheuchen-Kandidaten sprach. Das kann man natürlich so darstellen, nach dem Motto, ich hätte auch einen Schneemann aufstellen können oder einen Besenstiel. Aber auch das springt in der Erklärung, wenn man tiefer reinblickt, zu kurz, weil wenn man sich dann anguckt, wer da angetreten ist, das waren schon Menschen, wenn man auf die Berufe auch mal guckt, wo jetzt die Wählerschaft ja offenkundig gesagt hat, in einem größeren Maße, als das alle so wahrscheinlich so vorhergesagt haben oder sich ausgemalt haben, den vertraue ich jetzt mal. Das sind Leute irgendwo von uns, aus unserer Mitte. Und was daraus jetzt wird, auch das wird natürlich sehr spannend. Ist das denn aus deiner Sicht auch ein Ost-West-Thema tatsächlich? Und wenn ja, wie stellst du deinen Bezug her zur DDR-Vergangenheit? Ach, natürlich ist es einerseits ein Ost-West-Thema, weil die Strukturen im Westen dann noch ganz anders sind. Wobei man auch, wenn man nicht aufpasst, in Anführungsstrichen als an der Parteienlandschaft und sich da auch nicht halt wirklich bemüht, auch aus abseits der Metropolen in die Fläche zu gehen, dann wird man wie auch andere wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen im Osten das genauso im Westen halt auch erleben. Das Frustpotenzial ist sicherlich nochmal immens höher in unseren Regionen, weil einfach einige wirtschaftliche Lagen dramatischer waren oder auch nochmal aus der Vergangenheit gespeist sich Hoffnungen nicht erfüllt haben, sodass wir hier einfach nochmal eher einen gewissen Nährboden haben und eben auch nicht so eine direkte Verbindung, die viele Menschen in so eine Parteienlandschaft haben. Die gibt es, also so eine richtige Wählerbindung, die gibt es da bei uns nicht. Und insofern ist es ein Mix aus allem und man sollte jede dieser Facetten auch sehr ernst nehmen und kann sich nicht zurücklehnen und das Ganze nur nach Berlin schieben und auch nicht nur nach Magdeburg, sondern da steckt eben schon viel mehr hinter. Also die abstruseste Begründung, die ich gehört habe, war TikTok ist schuld. Ja. Wir waren auch bei TikTok, ne? Aber zu Aufklärungszwecken. Weil es eben auch die AfD versteht, eben diesen Kanal zu bespielen und die anderen da einfach nur rumdeletieren. Wir haben in den vergangenen Folgen hier viele Gäste gehabt, zu unserer Freude. Unter anderem unsere Lokalchefs, die ja mal ganz nah dran sind an den Geschehnissen und auch den politischen Zusammenhängen vor Ort. Und wir haben uns die Mühe gemacht, Sie mal zu fragen, wie schätzt ihr denn das Wahlergebnis bei euch in den Kommunen ein? Und gibt es da vielleicht auch schon erste Rückmeldungen? Ich würde sagen, das schauen wir uns mal gemeinsam an und los geht's mit Tadratar Wittenberg. Hallo, ich bin Thomas Liosch und bin als Leiter der Regionalredaktion der Mitteldeutschen Zeitung in Wittenberg gebeten worden, eine Einschätzung zu den Ergebnissen der Kommunalwahl hier bei uns abzugeben. Und wir haben erste Berichte jetzt in der Zeitung gehabt, was bei uns auffällt, wie bei vielen anderen. Die AfD hat natürlich deutliche Zuwächse. Bei uns ist die CDU aber noch ganz knapp, wie ich das vorher auch vermutet habe, an der Spitze geblieben. Linke, SPD, Grüne, FDP, die haben alle deutlich verloren. Auch das haben wir vorher vermutet. Aber vielleicht nicht die großen Zuwächse für AfD und auch nicht die herben Verluste für Freie Wähler. Was aber besonders auffällt, ist, wie gut die Parteien abschneiden, die in den jeweiligen Städten einen Bürgermeister stellen. Also offenbar sind die Wähler sehr zufrieden mit den Bürgermeistern vor Ort. Das gilt für die CDU, für Gräfenhainichen, Kemberg und Oranienbaum-Würlitz. Also in Gräfenhainichen hat die CDU sogar 45,2% erzielt. Das ist wirklich wahnsinnig gut. Und die Freien Wähler haben einen totalen Ausschlag nach oben, und zwar in Zahne-Elster mit 38,1%. Dort gibt es auch einen Freien Wähler Bürgermeister. Also das ist wirklich enorm auffällig und vielleicht tatsächlich der wichtigste Tipp für die Parteien: stellt gute Kandidaten auf für die Amtsträger, wenn die dann ihren Job gut machen, lohnt sich das wirklich. Das ist meine Einschätzung zu den Ergebnissen bei uns. So ein Amtsinhaberbonus, ist das so? Könntest du das schon bei anderen Wahlen beobachten? Ja, also das kann man deutlich sagen, wo
so eine Struktur wirklich gut funktioniert mit Personen an der Spitze. Das kann man bei diesen Wahlen auch merken. Und auch mal weitergedacht, ich spinne mal den Bogen, weil das ja auch so der erste Aufgalopp zu drei Landtagswahlen in diesem Jahr in Brandenburg, in Thüringen und in Sachsen ist. Und die große Frage ist, geht das wieder genauso aus? Kommen wir sicherlich noch zur Europawahl, da haben wir noch das BSW dazu. Ja, was hierbei nicht, auch wenn Olaf Scholz auf einigen Wahlplakaten zu sehen war oder auf vielen seiner Partei, was nicht wirklich genutzt hat, wie man heutzutage weiß. Das hast du aber sehr euphemistisch ausgedrückt. Ja, das ist auch noch ein extra Kapitel, aber da wird, weil das Europäische Parlament ist da so nicht greifbar, und insofern hat man sich da nicht an so Personen direkt orientieren können. Das ist bei Landtagswahlen anders. Da kommt es auf die Spitzenkandidaten, auch auf den, das sind ja drei Ministerpräsidenten, auf die kommt es dann auch an. Und insofern wird sich das da mitunter etwas verschieben. Ich glaube nicht, dass das in den Ausschlägen genau so dann ausgehen wird. Aber es wird am Ende Mehrheitsverhältnisse geben, die sich jetzt keiner so ausmalt und für die eigentlich, und das zeigen ja auch die Diskussionen der letzten Tage, die Parteien, nehmen wir jetzt mal vor allen Dingen die CDU, erst lernen muss, mit umzugehen. Was mache ich mit einem Bündnis Sarah Wagenknecht? Was mache ich vielleicht nicht? Keine Frage, die wir jetzt im Kommunalen hatten, aber die Tendenz, die Thomas Liersch für Wittenberg beschrieben hat, die ist in der Tat eines. Am Ende lebt auch Politik von starken Köpfen und die sollte man haben. Gucken wir in die Mitte des Landes, in den Salzlandkreis zu Frank Klemmer. Und da gab es ja nicht nur die Wahl zu Kommunalparlamenten und zur Europawahl. Ihr erinnert euch an die Folge. Es ging auch darum, ob sich Stassfurt künftig den Beinamen Salzstadt gönnt. Hallo aus dem Salzlandkreis. Bei uns ist die AfD der klare Wahlsieger. Es ist ein Erdrutschsieg. Vor 10 Jahren noch bei 0, vor 5 Jahren mit 17% gestartet und jetzt schon über 30% und deutlich an der CDU im Kreistag vorbeigezogen. Das Ergebnis zieht sich im Prinzip durch. Die Europawahl hat sie gewonnen im Salzlandkreis und auch in vielen Städten und Gemeinden ist sie sehr stark geworden, viel stärker als erwartet. Es gibt Städte wie Bernburg, wo die CDU noch vorne liegt, oder Aschersleben, wo die WIDAB, eine Wählervereinigung vor Ort, die stärkste Fraktion bildet. Aber es gibt eben auch Städte wie Schöneberg und Stassfurt, wo die AfD die stärkste Fraktion wäre. Wäre zum Beispiel in Schöneberg, weil sie einige Plätze gar nicht besetzen konnte. Aber es gibt auch die, wo sie wirklich vorne sind und vorne sein werden. Wie in Stassfurt und im Kreistag, wo die Plätze besetzt sind, in Stassfurt bis auf einen, und wo jetzt die Frage ist, was passiert. Der Frust bei den anderen Parteien ist groß. Nicht nur bei denen, die auf die Bundespolitik zeigen dürfen, sondern auch bei den Wählervereinigungen vor Ort, die engagiert Politik in den vergangenen Jahren betrieben haben. Sie rechnen immer wieder vor, wie viele Anträge die AfD gemacht hat, wenige, wie oft AfD-Abgeordnete bei den Sitzungen gefehlt haben und insgesamt, wie wenig Kommunalpolitik AfD tatsächlich betrieben hat. Ist das Wählerschelte? Ja. Aber eine, mit der man sich beschäftigen muss, wenn man auf die nächsten Jahre guckt, denn die AfD ist ein Faktor geworden und sie wird es bleiben. Und man wird sich hier damit beschäftigen müssen, wie sie in der Kommunalpolitik eine große Rolle spielt. Darüber hinaus gibt es noch eine Entscheidung. Stassfurt darf Salzstadt sein. Es ist knapper geworden als gedacht. Am Ende waren es knapp 52-53%, die Ja gesagt haben, aber die Verantwortlichen wollen die Entwicklung auf den Weg bringen. Das sind die Ergebnisse der Kommunalwahl von 2024 aus dem Salzlandkreis. Das wäre jetzt in der Tat die Frage, ne? Also wie geht man um mit der AfD, die ja wirklich eine Instanz geworden ist, jetzt auch in den kommunalen Parlamenten? Ich habe natürlich in unserer Heimatzeitung in der MZ gelesen, dass im Saalekreis, wo die AfD ja wieder am besten abgeschnitten hat, mit, ich glaube, 34,1%, der AfD-Kreischef auch gefordert hat, man müsse jetzt sozusagen diese Brandmauern zum Bröckeln bringen und man könne sich da jetzt nicht weiter wieder quasi parteiübergeordnet gegen AfD-Anträge stemmen, was ja vielerorts bis dato der Fall war. Was meinst du, wird da jetzt mehr Kooperation stattfinden oder sagen wir mal die Brandmauer noch weiter errichtet bzw. aufgebaut? Also ich stimme Herrn Tillschneider seltenst zu oder auch bisher gar nicht. Hier ist natürlich auch sein Wunsch, der dahinter steckt.
Den halte ich allerdings auch in gewisser Weise für sehr realistisch, weil Frank Klemme hat das ja auch gesagt, die AfD ist vielerorts nicht groß aufgetreten bisher oder in Erscheinung getreten als in diesen in den einzelnen Gremien. Das wird interessant sein, wie sich das weiterentwickelt, weil da sind Leute reingewählt worden, die ja auch mit Kommunalpolitik bisher wenig in Anführungsstrichen am Hut hatten. Werden die sich da intensiv einbringen oder werden die eher nicht da sein? Das wird man einerseits genauso sehen wie, nehmen wir mal Herrn Til Schneider, der ja nun ein extrem rechter Ideologe ist und eine sehr starke, auch völkische Agenda hat. Wie weit wird sowas in diese Gremien und in die Kommunalvertretung reinspielen? Ich halte nichts davon, dass man von Brandmauern in der Kommunalpolitik, das wird, wenn man ein konstruktives Miteinander pflegen will, kann es das am Ende nicht sein, weil da kommt es nicht auf die Farbe an, wer einen guten Vorschlag macht. Und gleichwohl muss es eine Abgrenzung dahin geben, wo Hass und Hetze in irgendeiner Weise offen oder auch, und das wird das Spannende sein, subtil stattfinden. Da kann man aber jetzt, und auch das sind diese 34,1%, sind auch nur 34,1%. Also der Spruch, den Millionen in diesen ersten Wochen dieses Jahres auf Straßen gerufen haben, wir sind mehr, trifft immer noch auf jede dieser Kommunalvertretungen zu. Und diese Unterschiede, wie qualitativ sich einzelne Gruppen und in diesem Fall die in besonderer Beobachtung stehende AfD sich einbringt, das ist natürlich auch genau das, was Lokaljournalismus ausmacht und was dann unsere Aufgabe sein wird. Jetzt lässt sich ja aber auch beobachten, die AfD hat ja durchaus auch in der jüngeren Vergangenheit für ein paar Skandale gesorgt im Bund, in Europa, aber auch im Lokalen und in Sachsen-Anhalt gab es ja da die ein oder andere Geschichte, zum Beispiel mit Fraktionen, die sich kurz vorher nochmal gespalten haben, etc. pp. Aber anscheinend hat es ja gar keine Auswirkungen auf die Wahl. Glaubst du, wenn wir jetzt als Lokaljournalisten dort draufschauen, gegebenenfalls auch Dinge aufdecken, und das natürlich nicht nur bei der AfD, sondern bei allen Parteien, aber dass das dann in irgendeiner Form auf die AfD-Wähler einen Einfluss hat? Also zum Ersten ist es einfach erstmal unser Job. Ne? Und ich bin ja auch nicht dafür da, am Ende für irgendwen irgendwo eine Mehrheit zu besorgen. Das muss man zum einen klar sagen. Zum anderen, ja, die Analyse ist natürlich nicht ist schon richtig in der Form, dass einfach andere Faktoren auch so etwas überlagert hat. Ja, also was ist bei einer normalen Partei, wäre das ja nun absolut unnormal, wenn das Spitzenduo da plötzlich versteckt würde, beziehungsweise der Spitzenkandidat ja jetzt auch gar nicht in diese Fraktion aufgenommen werden wird. Und was würde passieren, wenn da einer, und das ist ja der sachsen-anhaltische neue EU-Abgeordnete, der eigentlich in seiner Biografie Berufsqualifikationen angegeben hat, die er gar nicht hatte. Wer sich noch an die Bundestagswahl 21 ein bisschen erinnert, eine Frau Baerbock hat nicht zuletzt deshalb, glaube ich, auch noch entscheidende Prozentpunkte verloren, weil die eine Diskussion hatte, die ja in einer ähnlichen Form stattfand, ohne dass das so belegbar war wie jetzt in diesem aktuellen Fall. Also ja, das spielt derzeit nicht die Rolle. Aber ich glaube auch, die jetzige Situation, die wir haben, wird ja auch hoffentlich nicht über 5 Jahre hinweg so aufgeladen sein. Das heißt, da findet auch eine Normalisierung in gewisser Hinsicht statt. Und insofern werden wir einfach mal abwarten. Das ist dann unsere Aufgabe, kritisch hinzuschauen, das aufzuzeigen und was dann die Wählerschaft und Bevölkerung damit macht, werden wir spätestens in 5 Jahren sehen. Wir haben ja gerade schon über die Brandmauer gesprochen. Sie wird ja, wie wir an dem Wahlergebnis sehen, auch vielerorts rein rechnerisch gar nicht so wirklich aufrecht zu erhalten sein, denn man ist dann auch bei einigen Entscheidungen auf die Stimmen der AfD mit angewiesen oder muss auch schauen, dass dort eine Mehrheit entsteht. Glaubst du, dass das sich jetzt von unten weiter so hocharbeitet und dass wir vielleicht im Herbst bei den Landtagswahlen auch darüber sprechen, ob man eine Koalition oder Tolerierung mit der AfD eingehen muss? Also ich würde das schon widersprechen. Ich glaube, dass nach wie vor jede Entscheidung möglich ist ohne eine AfD-Beteiligung. Aber viel schwerer. Also es ist doch einfacher, ja, einen
Partner zu überzeugen, als wir haben ja die Ergebnisse gesehen, vielleicht 7. Also am Ende geht es ja um die Sache und es gibt auch mitunter weniger Fraktionszwänge. Also das halte ich, habe ja jahrelang Kommunalpolitik begleitet. Es wird, das stimmt natürlich, aus deren Mitte heraus sicherlich, wenn da mehrere Leute drin sind, auch mehrere Initiativen geben. Und man wird auch eher zueinander finden, das ist das eine. Das andere ist, da würde ich schon sehr stark unterscheiden, eine kommunale Ebene, wo es eben nicht die SPD-Straße und den CDU-Weg oder den AfD-Kreisverkehr gibt. Da ist schon Landespolitik und erst recht, wenn man weiter guckt, was ganz anderes. Gleichwohl kann man hinterher vor der Situation stehen, dass sich mancher CDU-Ministerpräsident, wenn er es werden will, entweder überlegen kann, ob er mit der AfD oder mit dem Bündnis von Sarah Wagenknecht zusammengehen will. Und dann bin ich mal gespannt, was da passiert. Ich glaube, dass das im Herbst dann, auch wenn das jetzt manchem in der Union schwerfallen wird, es sogar eher auf das BSW oder auf das BSW hinauslaufen wird. Und ich glaube auch am Ende, dass landespolitisch auch vielleicht so ein Ergebnis auch die AfD immer noch in Häutungsprozessen sein wird und es am Ende sich zeigen wird, ob der völkisch-nationalistische Flügel da weiterhin die Dominanz, die er gerade jetzt hier in Mitteldeutschland hat, ausüben kann oder ob sich das doch eher auf eine rechtskonservativ patriotisch ausgerichteten Flügel beziehungsweise politische Kraft hin entwickelt. Auch das werden wir genau beobachten. Ausgang aus meiner Sicht ungewiss. Allerdings, wenn diejenigen, die wirklich an die Macht kommen wollen, das will die AfD ja auch in ihrer breiten Mehrheit, trägt jetzt die Opposition vor sich her, aber schielt natürlich nach der Machtperspektive und die wird es völkisch-nationalistisch nicht geben. Ich bleib noch mal ganz kurz in den drei Ländern, unseren Nachbarländern, die ja in diesem Jahr auch wählen werden. Es gibt ja in der Politik, da hat man zum Beispiel im vorigen Jahr, als es darum ging, wer wird in Berlin regierender Bürgermeister, sehr drauf gepocht. Es gibt ja die Regel, die stärkste Fraktion stellt den Chef. Glaubst du, die lässt sich im Herbst noch aufrechterhalten? Die Frage hatten wir jetzt, werden wir jetzt ja schon im Kleinen sehen. Ne? Man kann sie natürlich auch so beantworten, jetzt im Kleinen, bei den Kommunalvertretungen ist ja in der Regel auch nochmal eine Fraktionsbildung angesagt. Wenn dann halt die Fraktionen größer sind, dann hat sie natürlich auch noch eine andere Basis. Auch das sind am Ende Personenwahlen, gerade vor Ort. Da wird es wahrscheinlich auch den einen oder anderen AfD-Kandidaten oder auch Kandidatinnen haben die ja immer noch sehr wenige und geben, die da vielleicht so glaubhaft dastehen, dass man sie wählt, dann halte ich das jetzt auch nicht für den Beinbruch. Und man muss sich auch da immer sehr gut überlegen, ob das so klug ist. Nun ist das ein ungeschriebenes Gesetz, das unbedingt zumindest im Kommunalen, dass die stärkste politische Kraft auch den... Ich habe es schon auf Sachsen, Thüringen und Brandenburg bezogen. Den stellt. Ne? Im Landtag ist es am Ende auch eine Frage des Selbstverständnisses erstmal. Ich würde da vorsichtig mit umgehen, denn am Ende führt das auch nur wieder zu einer Art von Ausgrenzung. Aber das hängt auch an der Person. Ne? Wenn da jemand kandidiert, der selber sehr stark ausgrenzt, und da kann man sich natürlich schon fragen, wer in so einer Partei eine wichtige Funktion hat, gehört da nicht Ausgrenzung sogar mit zum eigenen politischen Profil. Aber man sollte eine kluge Begründung dafür haben, die kann man ja auch finden. Und ich bin immer jemand, der eigentlich findet, dass Politik sich aus Sachfragen oder auch aus einer genauen Bewertung von Personen ergibt. Und das würde ich auch für diese Position aus meinem Verständnis heraus einfordern. Ich würde an dieser Stelle noch mal ganz kurz unseren Kollegen Jonas Schneider zu Wort kommen lassen. Der hat nämlich den Saalekreis, beziehungsweise vor allem Halle, die Stadthalle im Blick und da auch Spannendes zu erzählen. Wir hören mal rein.
Die Stadtratswahl in Halle hat die AfD gewonnen. Sie stellt künftig 12 der 56 Sitze im Rat. Auf Platz 2 landete die CDU mit 11 Sitzen. AfD-Chef Alexander Raue, den ich nach der Wahl interviewt habe, sagt, dass er selbst überrascht war von dem Ergebnis. Er hat von allen Kandidaten in Halle die meisten Stimmen bekommen und er sagt aber, dass er gar nicht damit gerechnet hätte, vor der CDU zu landen. Was die AfD mit ihrer nun gewonnenen Stärke macht, ist noch unklar. Sie pocht auf die nun mögliche konservative Mehrheit im Rat. Raue sagt wörtlich, er will eine Verschiebung der Stadtpolitik erreichen in Richtung konservative Politik. Die meisten anderen Parteien und Wählergruppen haben sich aber schon ganz klar gegen die AfD positioniert, sodass es unwahrscheinlich ist, dass die AfD eigene Anträge im Rat durchbekommt. Es wäre aber durchaus möglich, dass zum Beispiel die CDU einen Antrag stellt, der unter bisherigen Verhältnissen keine Mehrheit bekommen hätte, aber jetzt dank der AfD beschlossen wird. Das bedeutet, die linke Mehrheit in Halle gibt es so nicht mehr. Außergewöhnlich für Halle ist auch der erstmalige Einzug von Volt in den Stadtrat. Gleich zwei Mandate hat die relativ junge Partei geholt, die sich selbst als paneuropäisch und progressiv bezeichnet. Volt wird in Halle aktuell von vielen Fraktionen umworben, weil sie natürlich frischen Wind und ein unverbrauchtes Image bringen. Wahrscheinlich jeder aus dem linken Spektrum würde gerne Volt in seine Fraktion aufnehmen. Vielleicht auch nochmal aus deiner Erfahrung als Politikredakteur gesprochen. Was macht das mit einem kommunalen Parlament, wenn da eine ganz neue Partei plötzlich mit am Zuge sitzt? Ja, das hängt natürlich auch stark damit zusammen, was denn diese neue Partei, also bei Volt, bei zwei ja auch noch sehr jungen Menschen, das ist, glaube ich, ein Brüderpaar, das halt ausmacht. Das ist für die ja auch erstmal ein großes Neuland. Mitunter sind die auch noch in einer politischen Biografie, dass sie in 3 Jahren schon ganz woanders sind, in der persönlichen Biografie, weil da andere Herausforderungen anstehen. Das muss man auch sehen bei solchen jungen Kräften. Das habe ich woanders auch schon erlebt. Das mischt sich mitunter eben auch sehr schnell durch. Das gehört aber auch dazu. Das will ich überhaupt nicht, verurteilen, sondern das ist auch ein Teil von Lebensrealität, dass Menschen heutzutage beruflich, persönlich neue Lebensmittelpunkte wechseln, eher wechseln, als das in früherer Zeit halt möglich war. In Halle wird das jetzt, weil die zu zweit sind, die brauchen eine eigene Fraktion, müssen sie mal ein drittes dazu nehmen. Das kann man auch machen, da gibt es die Partei und es gibt noch ein, zwei andere Kräfte, wo das auch theoretisch möglich wäre. Ich glaube, das Entscheidendere, was Jonas Neider hier auch gesagt hat, ist in der Tat, es ist eine Verschiebung und auch eine Verschiebung der gesellschaftlichen Stimmung in eine deutlich eher bürgerlich-konservative Politik, jetzt gerade die wird es dann irgendwo auch geben und die wird es, das glaube ich, auch in Halle auch mit der AfD am Ende geben, über Sachfragen hinweg. Mental näher steht man sich sicherlich auch eine CDU eher den Sozialdemokraten. Jedenfalls die meisten untereinander haben da mehr Schnittpunkte. Aber vom politischen Profil her und auch die Konflikte der Stadt, die es da gab, war immer doch eher links gegen bürgerlich. Und da ist links jetzt nicht mehr in der Mehrheit. Also, wir fassen zusammen für Sachsen-Anhalt. Es wird da definitiv eine spannende Zeit. Wir werden sehen, wie sich das in den einzelnen Kreistagen und Kommunalparlamenten jetzt so zusammenruckelt. Wer wird zum Beispiel dann auch der oder die Vorsitzende in den Stadträten, in den Kreistagen? Das wird so der erste Test, wie das mit den Koalitionen und Abstimmungen denn dann vor Ort läuft. Und wir als MZ und Volksstimme werden das natürlich mit offenen Augen und gespitzten Federn beobachten. So ist es. Ja, und mit der Kommunalwahl hat sich auch nochmal Hagen Eichler befasst. Er ist Landeskorrespondent im Landtag von Sachsen-Anhalt für uns und schauen wir mal, was er für einen Blick darauf wirft. Bei der Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt gibt es einen großen Sieger und das ist die AfD. Die Partei ist in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft und trotzdem konnte sie bei dieser Wahl nochmal deutlich zulegen. Sie hat 11,6 Prozentpunkte mehr als noch bei der Wahl 2019 eingefahren. Sie hat damit auch einen psychologisch wichtigen Punkt gesetzt. Sie hat nämlich zum ersten Mal in einer landesweiten Wahl die CDU überrundet, die zwar auch gewonnen hat, aber eben nicht so stark wie die AfD.
In sehr vielen Kreistagen und in zwei kreisfreien Städten stellt die AfD jetzt die stärkste Fraktion, und das wirft jetzt als nächstes die Frage auf, wie die anderen Parteien und die Wählervereinigungen damit umgehen. Bislang haben viele versucht, sich strikt abzugrenzen und keine gemeinsamen Anträge einzubringen oder sich nicht von AfD-Stimmen unterstützen zu lassen. Jetzt ist die Frage, ob das bei der Größenordnung, in der die AfD jetzt vertreten ist, noch weiter möglich ist. Der erste Punkt, an dem sich das zeigt, ist dann die Wahl der Vorsitzenden. Ja, besten Dank nochmal für die Zusammenfassung. Das ist ja eigentlich das, was wir in unserer Diskussion jetzt auch so zusammengefasst haben. Hätten wir uns eigentlich gleich am Anfang das Video angucken können, oder? Besser gleich Hagen fragen, das merken wir uns für die Zukunft. Ja, aber in der Tat wird es ja auch in irgendeiner Form eine spannende Bewährungsprobe für die AfD. Es ist natürlich immer einfacher, irgendwie sozusagen vom Rand aus zu sagen, du, das funktioniert nicht und schuld ist die Ampel. Jetzt sind sie ja sozusagen in der Situation, auch zeigen zu müssen, wir können mit der Verantwortung umgehen, die uns hier übertragen wurde. Ja, man muss auch liefern, ne? Also das ist auch eine Erwartungshaltung, denn Protest ist das eine, auch Protest, weswegen man die Stimme bekommen hat. Aber am Ende lebt Kommunalpolitik von sachlich konstruktiven Ideen, die man umsetzen will. Und da sind alle gefordert und nach diesem Wahlergebnis ganz entscheidend auch die AfD. Werfen wir zum Abschluss des Wahllokals nochmal einen kleinen Blick nach Europa. Jan Schumann, bitte. Die Europawahl hat für Sachsen-Anhalt zwei besonders einschneidende Ergebnisse gebracht. Einmal ist die AfD bei einer Abstimmung, die das ganze Land betraf, stärkste Kraft geworden in Sachsen-Anhalt mit über 30%. Und als zweites ist das neue Bündnis Sahra Wagenknecht, BSW, die es ja bisher gar nicht gab als Partei, mit 15% hier eingestiegen aus dem Stand. Das ist ziemlich stark. Ist das ein ernstzunehmender Test für Landtagswahlen in zwei Jahren, fragt man sich. Ich würde sagen, ja, ernstzunehmender Test auf jeden Fall. Gesetzmäßigkeiten, dass es dann so aussieht, sind das allerdings nicht. Für die Stärke der AfD wird es darauf ankommen, wie der Wahlkampf in zwei Jahren läuft. Was für Themen wären dann akut und wie positioniert sich die AfD dann? Bei der Landtagswahl spielen andere Themen meistens eine Rolle als in Europa. Und das BSW wird darauf angewiesen sein, dass es sich in den kommenden zwei Jahren professionell aufstellt. Hier gibt es ja nur 30 Mitglieder aktuell. Können die in Zukunft ein seriöses Angebot ihren potenziellen Wählern anbieten oder nicht? Ja, BSW wird ja auch nochmal so eine spannende Frage, spätestens zur Landtagswahl oder sogar schon nächstes Jahr zur Bundestagswahl, ne? Wird spannend, weil man auch erstmal sehen muss, wie sich diese Partei weiterentwickelt. Die setzt ja auch darauf, sehr langsam zu wachsen und schaut sich genau an, welches Potenzial oder sie am Ende anzieht und ob sie die auch wirklich anziehen wollen. Die spannende Frage, aber Jan hat das, finde ich, sehr gut zusammengefasst. Wenn man es mal personalisiert, bedeutet das, das wird der Herbst dann zeigen, wie das in den anderen drei ostdeutschen Ländern ausgeht, tritt eine CDU am Ende mit Sven Schulze an, der sich sichtlich warm radelt, warm läuft, oder wird es doch nochmal Rainer Haseloff, weil man vielleicht nur mit dem Amtsinhaber ausreichend punkten kann. Und auch bei der AfD wird es spannend. Die haben ja auch ein Fraktionsduo an der Spitze. Wird es Herr Kirchner, der auch sich als Scharfmacher hervortut, oder der sehr eloquente Ulrich Siegmund, sozusagen Deutschlands TikTok-Star unter den gesamten Politikern, knapp etwas über 30 Jahre alt, dem man auch gucken muss, wo er sich am Ende politisch verortet. Ich habe ihn sehr lange beobachtet, weil ich ihn schon aus Altmarktzeiten her kenne, eigentlich aus dem Fleisch der CDU mal hervorgegangen, jetzt auch rhetorisch, inhaltlich wesentlich schärfer werdend. Insofern ist das vielleicht auch so ein Gradmesser, wo man dann dran sehen kann, wohin sich eine AfD dann auch hinentwickeln wird. Wir haben hier in unseren Folgen eine gut etablierte Tradition. Am Ende fragen wir unsere Gäste immer, was sie denn sich von den künftigen Kommunalpolitikern oder auch Europapolitikern wünschen. Das ist jetzt schwierig, sozusagen im Nachhinein. Aber vielleicht hast du ja einen Tipp für die, sagen wir jetzt einfach mal, für die Kommunalpolitik, wie sie sich da künftig am besten in ihren Positionen beweisen. Also ich würde mir wünschen, zu lernen, besser zu streiten, Konflikte auch auszuhalten,
und zu versuchen, auch unterschiedliche Positionen da zusammenzuführen, wo es auch möglich ist. Nicht damit alle hinterher Friede, Freude, Eierkuchen spielen. Es geht auch darum, dass Unterschiede auch Unterschiede bleiben müssen. Aber ich stelle eine Unversöhnlichkeit fest und die schlägt sich eben auch in vielen Kommunalvertretungen mitunter nieder, die am Ende für uns und für das, wo es am Ende drum geht, nämlich irgendwo gemeinsam unsere Dörfer, unsere Gemeinden, unsere Städten, dass sie sich weiterentwickeln, die eigentlich zu dem Gegenteil davon führt. Und da ist manchmal eher Mediation angesagt, wenn man sich manche Debatte anguckt, die weit über das hinausgeht, was eine kontroverse Debatte ausmachen sollte. Und wenn wir uns dahin bewegen, dann hat auch dieser Schock, den dieses Wahlergebnis für manche ausgelöst hat, dann wird er eben nicht zum Albtraum. Anna, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich jetzt dreimal die Woche machen soll, wenn jetzt hier das Wahllokal zu Ende ist. Ach Stefan, wir brauchen ein Folgeformat. Ja, das auf jeden Fall. Aber erstmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns begleitet haben. Ich muss ehrlich sagen, ihr habt uns richtig überrascht, denn wir haben genau doppelt so viele Abrufe, mit denen wir mal gerechnet haben. Und da haben wir schon sehr, sehr, sehr hoch kalkuliert. Und somit ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle, die hier dabei sind und natürlich auch an dich. Weißt du was? Ich glaube, die plus 7,3% Wahlbeteiligung, die können wir uns zuschreiben. Das ist unser Verdienst. Genau. Mindestens. Nein, auch danke an das Team hinter den Kameras und Mikrofonen. Ob das jetzt Alex und Anna-Lena sind, die gerade in der Regie sitzen. Ob das der Frank ist, der die Texte geschrieben hat. Ob das Tobi ist, der die Grafiken gebaut hat. Oder Don, der uns bei der Organisation unterstützt hat und beim Social Media. Ohne euch wäre das Wahllokal nicht das gewesen, was es jetzt war. Dankeschön an dich, lieber Anna, die beste Moderatorin, die an meiner Seite sein konnte. Danke für deine starke Schulter, lieber Stefan. Und natürlich auch besten Dank an Marc, an den Chefredakteur, dass wir machen durften. Toll, dass ihr es gemacht habt. Ich kann das alles nur unterstreichen und freue mich schon auf die nächsten Wahlen. Und dazu gehört natürlich ein Wahllokal. Ah, das klingt jetzt für mich so, die nächste Staffel ist bestellt zur Bundestagswahl, also knapp in einem Jahr schlagen wir hier wieder die Zelte im Wahllokal auf und werden beobachten und die Menschen hier unter unsere Fragen nehmen. Freust du dich? Natürlich. Ich ja. Dann schauen wir, was jetzt in der Kommunalpolitik und in Europa passiert. Bitte bleibt uns gewogen. Ihr könnt gerne auf mz.de, volksstimme.de oder auch natürlich in den Printexemplaren schauen, was bei der Kommunalpolitik alles vonstatten geht. Und wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, wenn ihr sagt, Mensch, das wäre doch mal was für die Mitteldeutsche Zeitung oder die Volksstimme, dann quatscht einfach mal mit eurem Lokalredakteur. Ihr habt ein paar von uns kennengelernt, die anderen sind alle mindestens genauso nett. Bis dahin, macht's gut, tschüss und winke, winke.